Ja, leider hat meine Kamera erneut schlapp gemacht. So nehmen die neueste. Also ich mache jetzt dann noch den dritten Teil des Kerl-Rückblicks der Hinserie. Und jetzt geht's weiter noch mit dem Mittelfeld. Nummer 30, David Klaassen. Für mich ohne Frage der Mittelfeldmotor überhaupt. Und trotzdem aber auch eher oftmals von daneben Leuten allein gelassen. Vor allem bei Maxi Eggestein. Und ja, da ist noch Luft nach oben und ich hoffe sehr, dass es in der Serie besser wird. Die 35 Maxi Eggestein, was ist nur los mit dem? Kommt überhaupt nicht klar. Das ist kein Zugriff aufs Spiel, kein Spielverständnis, überhaupt keine Form, Ballverluste, Fehlpässe. Einer hätte gestern zum Gegentor, fast zum Gegentor geführt. Das muss sehr viel, Maxi, das muss sehr viel besser werden in der Rückserie. Die 44 fehlt Barkfrede. Auch er nach seiner Verletzung, nach seiner langfristigen Verletzung, noch lange nicht in der absoluten Topform. Ist nicht, ne, hat einfach nicht die, auch nicht die Schnelligkeit, wie sie in den letzten Jahren noch hatte. Und das muss einfach noch sehr viel besser werden. Auch da ist wirklich für die Rückserie noch eine ganze Menge Luft nach oben. Im Angriff von der Anwärter 8, Yuya Osako. Seit Monaten außer Top, komplett außer Form. Kein Angriff, kein Abschluss, kein Pass, kein vernünftiges Zuspiel, nichts. Es fällt alles bei ihm komplett weg. Ich bin aber gespannt, wie die Rückserie verläuft. Die Elf, Niklas Füllkrug, fehlt an allen Ecken und Enden vorne. Und ich hoffe sehr, dass er im Laufe der Rückserie eingreifen kann, weil wir brauchen ihn dringend. Die 14 kommt Pizarro. Wenn er kommt, steht er immer noch für das Besondere. Das merkst du auch an der Reaktion der Fans. Er ist einer, der wirklich ohne Frage noch seine Chance hat, der auch noch seine Chance herausarbeiten kann. Natürlich ist es so, dass er nicht mehr die Form wie vor 20 Jahren hat. Aber ich würde mich schon freuen, wenn wir noch den einen oder anderen Pizzatreffer in der Serie bewundern können. Die 19, Josh Sargent. Für den Nachwuchs.